Ich würde gerne jemand anderen werben. Jemanden erpressen, neuer Beruf, Flüchtling flößen. Komisch. So, schauen wir mal, wie die Preise jetzt ausschauen aktuell. Oh Gott. Oh Gott. Tatsächlich ist nur der Ausdauertrank gerade irgendwie profitabel. Aber ob sich das lohnt. Hier. Was ist zu tun? Oh ja. Ausdauertrank bitte machen. Das ist echt so ausgerechnet, wenn man jetzt mal das Geld braucht für eine Bankstube, lohnt sich's nicht. So, das waren die schlechten Nachrichten, die müssen wir jetzt nicht im Detail durchlesen. Ein neuer Ehepartner wird. Oh, eine Herzogin. noch eine Herzogin. Helga. Und die ist auch erst 28. 130.000 Gold. Fernhandelskauffrau. 5. Grad. Goldschmiedin. Nehmen wir Trude Schnuck. Ich weiß, ich werde mich jetzt wahrscheinlich schon wieder verrennen. Wie alt sind wir jetzt? 29, nochmal 7 Jahre warten. Das wird alles ein bisschen eng. Aber ich würde sagen, diesmal... Aber wahrscheinlich werde ich jetzt wahrscheinlich sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Gucken wir mal. Reicht der Silberring eigentlich noch? Ich habe das Gefühl, der wird ganz knapp nicht reichen. Ich brauche eh noch einen Silberring. Gibt es noch Silberringe in der Schmiede? Vermutlich nicht. Natürlich, nee, die machen nur die neuen Sachen. Ah, aber es gibt hier sehr viele Silberringe gerade. Kaufe ich mir noch einen. Auch wenn ich das Geld gerade für was anderes bräuchte. Ihr werdet beleidigt von Jum und Schmoll. Euer Vater war ein Halsabschneider. Nee, kein Duell. Auf keinen Fall ein Duell. Wir sind im Kampf so unerfahren. Das wäre nicht sehr sinnvoll. Oh, 17 Jasmin, das ist gut. Schnell wieder Lavendel. So, wir können den Ausdauertrank mal losschicken. Pferdekarren müsste eigentlich schneller sein, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Na? So. Nehmen wir mal 2 Ausdauertränke, bitte. Ziel ist der Markt. Und jetzt als nächstes spekulieren wir darauf, dass Dr. Faustus wieder teurer wird. Nun? Alles auf Dr. Faustus. So, wie lange dauert eigentlich hier noch die Verbesserung? Ist erst bei der Hälfte, okay. Meine 5 Aktionspunkte bringen mir gerade auch nicht so viel. Nächstes Jahr kann ich den höheren Meistergrad nutzen. Ich könnte natürlich das Kampftalent ein wenig üben, aber für Entführungen, Verprügelungen, einen Aktionspunkt kann ich dafür mal ausgeben, denke ich. So, verkaufen wir mal wieder ein paar Ausdauertränke. Na, wann kommt der Wagen an? Na komm. Der wollte gerade nicht so richtig, habe ich das Gefühl gehabt. Ist auf jeden Fall doppelt so teuer als sonst. Das ist eine super Preisspanne. Komm. Dieser Karren. Was ist eigentlich das Moschusduft? Duftwerkstatt und Parfümerie. In einem eurer Kräutergeschäfte fehlen Zutaten. Wahrscheinlich Lavendel. Oh, es gibt fehlen Zutaten. Günstiges Eisen, da muss ich halt leider zugreifen, ne? Wenn ich das Geld eigentlich anders bräuchte. Ja, ja. Nun. Bitte einmal alle Bomben produzieren. Ihr wünscht?
bin schon unterwegs. Denn uns fehlt tatsächlich mal wieder Lavendel. Dabei, unsere Praktikantin macht nichts anderes den ganzen Tag. Aber sie hat nicht genügend Lavendel gefunden. Dann darf sie gleich nochmal los. 12, viel zu wenig. So. Die Preise sind aber alle noch sonst im Keller, leider. Oh, das Eisen wird auch schnell verarbeitet. Ich hätte doch alles kaufen sollen. Schicken wir nochmal los. Wenn das Eisen so günstig ist, muss es gekauft werden. Das ist jetzt echt so eine Durststrecke wieder für unseren Laden. Eine absolute Durststrecke. Ein Hoch auf euch. Ihr habt euer Talent Kampfeskunst steigern können. Trainiert weiter, dann werdet ihr euren Einheiten bald einen spürbaren Vorteil verschaffen. Oh nein, der Preis für Eisen ist schon wieder gestiegen. So, welcher Karren ist wo angekommen? Auch auf dem Marktplatz, okay. Ja gut, jetzt wird er auch wieder teurer, ja. Naja. Man könnte natürlich auch total auf die Sachen spekulieren. Auf dem Markt Sachen günstig kaufen und dann, wenn sie teurer werden, wieder verkaufen. Das wäre eigentlich mal eine ganz neue Gelddruckmaschine. Indem ich den großen Karren einfach auf dem Markt lasse, kaufe und wieder verkaufe nach einiger Zeit. Das könnte man sich überlegen. Ich weiß halt nicht, wie. Das dauert halt wahrscheinlich relativ lang, vermute ich. Wir könnten jetzt hier nochmal ein paar Bomben jetzt zum Markt schicken. Da scheint der Preis wieder zu steigen. Hoffen wir nicht, dass das überfallen wird. Ah ja, wir können aber auch apropos wieder andere Sachen produzieren lassen. Brauchen wir auf jeden Fall wieder Farbe. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Und das Elixier des Dr. Faust, das wäre auch wieder ganz gut, okay. Noch ein bisschen mehr zu produzieren. Oh, ach so, unser Eisen, ach zum Glück. Das ist aber nicht viel Eisen gewesen, oder? Da werden wir überfallen. Von zwei Räubern wieder. Ja, wir werden halt Eisen im Wert von 50 zurücklassen. Ob da ein Eisen übrig bleibt, wird sich zeigen. Die Flucht gelingt, indem wir einen Großteil unserer Ware rausgeschmissen haben. Habe ich mich jetzt als... Doch, als Gardist habe ich mich schon beworben, ja. Und das Gedicht hatte ich verwendet, aber mehr geht aktuell nicht. Um die Dame zu überzeugen. Ah doch, ein Eisen habe ich sogar... Ah, das war jetzt ein sehr teures Eisen, leider. So, aber jetzt schicken wir die Bomben los, in der Hoffnung, dass es nochmal ein bisschen teurer wird, der Preis. 471, könnte höher sein. Vielleicht steigt das jetzt gleich nochmal. Ja, 479. Das ist ein guter Weg. Weil bald gibt es keine Bauplätze mehr. Eine Geldleihe müssen wir uns noch schnell aneignen. Aha, 13 Lavendel. Jasmin. So. Und wir verkaufen unsere Bomben. Die Frage ist, steigt der Preis nochmal? Ja, 499 ist jetzt aber schon ein guter Preis. Boah, und unser Verhandlungsgeschick bringt uns nochmal 700 Gold. Fantastisch. Das ist immer so, wenn man möglichst teuer kauft, das lohnt sich. Ja, gut. So, das bedeutet, jetzt bauen wir bitte unsere Wechselstube. Wo ist denn hier Platz? Hier unten. Da müssen wir nicht irgendwo groß hinfahren. Und da unten wäre auch noch Platz. Ich glaube, ich habe es gerne in meiner Nähe. Bauen wir sie mal hier unten. Na? Hier war doch gerade der Bauplatz. Dauert circa ein Jahr. Perfekt, dann legen wir damit los. Und was ich gesehen habe, ist, dass es jetzt auch so Kämme gibt.
Was können die nochmal? Ah, bei Stadtdienern, Stadtschergen, Informanten. Oh, ist aber schon sehr teuer. Und ist auch deutlich über dem Preis gerade. Nee, das ist es mir jetzt, glaube ich, nicht wert zu kaufen. Das ist schon geschlossen. Wir sind wieder im Kräuterladen. Ich schicke mal noch die eine Bombe wieder zum Marktplatz. Ja. Ah, schauen wir mal, ob das Elixier von Dr. Faustus wieder etwas steigt. Ihr seid zum Beisitzer vor Gericht berufen worden. Oh, Beisitzer vor Gericht, das wird spannend. Fechtmeister Carola Urbert hat Ratsinformant Ceres Domburger angeklagt. Das Los hat euch als Beisitzer ernannt. Herbst 1414 um 10 Uhr. Die Fechtmeisterin. Okay, Ceres Domburger. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. So, das nächste Gold verwenden wir für Trude Schnuck, um ihr irgendwie ein Geschenk zu machen. Wichtige Personen. Oh, schau mal, die mag uns sogar. Ohne Amt, Trude Schnuck, Herzogin. Schauen wir mal, ob das mit der Herzogin was wird. Oder ob unser Heinrich Goldsack auf ewig verflucht ist, allein zu bleiben. So, wenn der Karren jetzt mal stehen bleiben würde, könnte ich die Bombe auch noch jetzt verkaufen. Aber ich glaube, der will noch weiterfahren, oder? Bleib stehen. Bleibe ja stehen. Doch, ja, komm. Komm. Ja, perfekt. Die konnte ich gerade noch so verkaufen, die Bombe. Für gutes Geld. So, sehr schön. Jetzt gibt es erstmal wieder hier die Wahl. Es wird nun über die Vergabe zu Jetzt bin ich gespannt, was die Carola Urbert sagt. Ne? Sie ist nicht völlig von uns überzeugt. Und sie wählt Dietmar Brodner. Nein. Ach, verdammt. Vielleicht hätten wir doch den Kamm wählen sollen. Ah, das ist jetzt ja ärgerlich. Okay, vielleicht sollten wir auch in unserem Salon mal ein Fest oder so veranstalten. Papst Johannes lädt die Universität Kölns zum Konstanzer Konzil ein. Jede Fakultät wählt einen Gesandten. Aha. Johannes Hus veröffentlicht die Schrift Die Ecclesia und die Arbeitszeit, ja. So. Günstiges Eisen, zack. Wie ihr wünscht. Das kaufe ich sofort, wenn ich sowas sehe. Tja. Einen Kamm bräuchte ich dann wohl leider auch. Denn wir schaffen es ja gerade auch echt nicht, weiter aufzusteigen. Es gibt jetzt auch aktuell keinen Gegenstand, hat seine Wirkung Platz, der offen ist. Okay, ich würde sagen, wir probieren es tatsächlich wieder mal. Oder, ich sag mal so, die wird wahrscheinlich als Ratsinformantin hier als nächstes gewählt. Mag uns aber nicht so sehr, wie vielleicht die Fechtmeisterin. Aber das dauert halt alles länger, sein Antrag, die mögen uns auch nicht so. Die Nachtwächterin mag uns halt schon. Ich glaube, hier ist trotzdem der beste Weg für uns. Ich würde mal seine Absetzung, glaube ich, beantragen. Ich benutze jetzt mal tatsächlich das hier wieder jeweils. Unsere Verlobte ist jetzt Großinquisitorin geworden. Okay. So, wir werden erstmal den Gardisten absetzen lassen. Und ich habe das halt nur im Bürgerhaus. Wildbret, wie teuer wäre das denn? Wenn ich die Fechtmeisterin einlade. Oh, das geht sogar 155. Und dann lade ich auf jeden Fall noch meine Verlobte ein. Gute Speis, guter Trank. Noch jemanden? Nö, ich denke, die beiden reichen. Ach, stimmt, ich vergesse immer. Das dauert ja, bis das Festball überhaupt stattfindet. Nun gut. So, wieder ein volles Eisenlager.
Schlechte Nachrichten, ihr wollt mich doch verarschen. Unsere gesellschaftliche Stellung ist so weit auseinander. Ist sie nochmal aufgestiegen? Sie war doch schon Herzogin. Die Großinquisitorin. Großinquisitorin? Ist das auf der Reichsebene? Nee. Landesebene? Ja. Aber sie ist doch auch. Sie war vorher schon Herzogin. Ach komm, jetzt lade ich sie völlig umsonst zu einem Festmahl ein. Ah, okay, wir brauchen jetzt mal jemanden, wo es schnell geht. 4 Jahre. Fernhandelskauffrau. Ja, sie ist auch Patrizierin. Ja, nee, wir werden es jetzt nicht nochmal mit einer Herzogin probieren. Ja. Die nächste Frau. Okay, ich kann das Fest mal nicht beenden, oder? Nee, verdammt. Es ist doch zum Verrücktwerden. So, wir können jetzt fast den neuen Meistergrad nutzen. Das dauert noch mit dem Dr. Faustus. Wir haben aber noch von allem genug. So, sobald die nächste Bombe fertig ist, werde ich aber wieder mehr Dr. Faustus produzieren. Da haben wir einfach die höhere Gewinnschwelle, ne? Gibt es Arbeit? Ja, Dr. Faustus, bitte. Ah, der Gerichtstermin, jawohl, auf zum Gerichtstermin. Wir werden versuchen, im Sinne der Anklägerin zu entscheiden. Nicht auf um Ruhe bitten. Hiermit ist die Verhandlung eröffnet. Die Verhandlung ist eröffnet, okay. Verhandeln wir die Klage von Fechtmeisterin Carola Urbart gegen den Baumeister. Ich werfe euch Folgendes vor. Ihr habt teuflische Flüche bewirken lassen. Dafür landet ihr in der Hölle. Teuflische Flüche, oha. Angeklagte, ihr seid dieser Verbrechen beschuldigt. 5 Verbrechen. Was habt ihr dazu zu sagen? Unschuldig. Kommen wir nun zur Urteilsfindung. Er sagt sogar, er ist schuldig. Ja, schuldig, auf jeden Fall. Ganz klar. Schuldig. Die Richterin sagt schuldig, der Geheimrat sagt schuldig und ich sage schuldig. Auch schuldig. Damit ist der Angeklagte überführt. Mein Urteil lautet, die nächsten 3 Jahre kommt ihr in den Kerker. Oh, 3 Jahre im Kerker. Trägt der Angeklagte. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Ich bekomme, glaube ich, kein extra Geld dafür. Das wäre schön gewesen. Das war's zur Verhandlung. Vielen Dank für die Einladung. Gerne nehme ich an. Gerne nehme ich diese an. Ja, toll. Die beiden nehmen an. Bringt mir jetzt nicht mehr sehr viel. Ihr dürft einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. Das machen wir doch mal direkt. Vielleicht müssen wir dann selbst einfach Dr. Faustus nehmen, um länger zu leben. So, was ist eigentlich aus dieser Spekulation geworden? Da haben wir nie wieder was gehört. Also wenigstens, dass es nicht geklappt hat, hätte ich jetzt schon gern irgendwie gehört. Nun? Muss ich sagen. Ja. So, sammeln wir mal wieder Lavendel. Oh, Eisen ist wieder sehr günstig gerade. Dr. Faustus wird leider nur langsam teurer. Wenn wir da überfallen werden, wird es jetzt auch riskant. Ich glaube, ich würde jetzt sogar nochmal Kampf. Vielleicht bringt mir das ein bisschen was bei Überfällen. Ein bisschen steigern wollen. Hier wird unsere Geldstube gebaut. Aber ohne kölnische Mark können wir da auch nicht viel mitmachen. Gucken wir mal. Man spielt euch übel mit. Elisabeth Most. Ich weiß gar nicht, wer die ist, die sich hier gegen uns wendet. Wir
schicken das jetzt mal trotzdem zum Markt. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Geldwechsler. Schön. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Wechselstube, gezeichnet der eidgenössische Geldleiherverbund. Das hört man doch gerne. Das Gebäude eines Konkurrenten. Duftwerkstatt wurde aufgerüstet. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Und ich habe kein Geld, da irgendwelche Upgrades zu machen. Aber wir schauen uns das jetzt natürlich gleich genauer an. Wir haben hier Möglichkeiten anzubauen. Einbruchschutz. Neue Räume? Nee. Okay. Ah, Dr. Faustus, ich hoffe, dass es noch mehr steigt, der Preis, deswegen warte ich jetzt tatsächlich noch. Was gibt's hier für? Hier gibt es gar keine neue Erweiterung. Und im Labor. Destillationskolben ist sehr teuer, bringt auch nur Unfallschutz. Da warte ich mal noch. Und im Keller wahrscheinlich einfach, da wäre noch eine Möglichkeit. Aber die nutze ich ja bis jetzt nicht. Hm. Ja, so richtig gelohnt hat sich das jetzt noch nicht, muss ich sagen. Was können wir jetzt Neues produzieren? Unken. Nee, Unkendung? Was ist denn das? Unkendung? Altmodische Art, eine Stinkbombe zu bauen. Aha. Dass dort die Angestellten alles würgend verlassen. Aber ganz im Ernst, normal 1200. Hm. Puh, das ist schon sehr teuer. Was haben wir hier noch? Die Topfgranate. Drei Eisen, zwei Farbe, ein Holzzapfen. Lass mich mal rechnen. 60. 60, 260. Das kostet uns schon 360 an Gold. Aber wir machen 700 Gewinn, wenn man die Arbeitszeit abzieht. 700 Gewinn. Und wie sieht's hier aus? Ja, also ich glaube... Ach, das ist jetzt automatisch gewachsen. Die Plätze. Wir werden mal so eine Topfgranate produzieren, tatsächlich. Sofort. Kostet jetzt natürlich aber sehr viel Eisen. Das heißt, wir sollten jetzt gleich mal die Sachen verkaufen. Einmal kurz abspeichern, ganz wichtig. Dass wir das jetzt hier nicht... Dass irgendwas passiert. So, zurück zum Spiel. 1099 ist immer noch nicht gestiegen. Aha, wir haben wieder Lavendel bekommen. Ich glaube, ich lasse direkt nochmal Lavendel suchen. So, was kostet es jetzt nochmal? Eisen, oh, extra Farbe und Holzzapfen. Aber wir können aber bestimmt nochmal jemanden einstellen, das ist das Gute. Na. Können wir die eine... Nö, können wir nicht. Nur 4, das ist aber ein bisschen wenig, das gefällt mir nicht. So, steigt jetzt hier der Preis nochmal oder nicht? 1099 ist gerade Maximum. Ein Hoch auf euch. Ihr habt euer ja, Talent, jetzt ist es gestiegen. Sehr schön. Jetzt verkaufen wir. Boah, wir machen extra 1700 durch Verhandlungsgeschick. Ich kaufe direkt das ganze Eisen hier. Ah, und die Holzzapfen sind auch gerade noch günstig. Kaufen wir einfach auch mal. Der Kamm ist auch günstig, ist die Frage, ob wir noch einen zweiten Kamm aktuell brauchen. So. Wie gesagt, viel erweitern kann ich jetzt hier gerade nicht. Schauen wir mal, ob wir aus der... Aber die Topfgranate ist schon echt teuer. Da muss der Preis jetzt schon mal nochmal ordentlich über den Wert gehen. Dass sich das lohnt bei dem ganzen Eisenverbrauch.
den wir haben. Und vor allem auch der Farbverbrauch ist nicht gering. Man spielt euch übel mit. Schon wieder wird mir übel mitgespielt, Siegfried Schnitzer. Schon wieder dieser Siegfried Schnitzer. Wieso kann ich eigentlich keine fünfte Person haben? Das finde ich schade. Das gibt uns jetzt, schränkt uns jetzt ein bisschen ein, muss ich sagen, ne? Aber okay. Nun gut. Dauert auch, bis hier was produziert wurde. Elixier des Dr. Faustus ist jetzt auch wieder im Preis gesunken. Oh, wir haben auch noch recht viele Holzzapfen. Ich hoffe, die passen auch alle ins Lager gerade. So. Das ganze Eisen. Oh, das passt gar nicht alles ins Lager. Und die Holzzapfen. Na, kriegen wir diese Topfgranate noch fertig gemacht? Wahrscheinlich eher nicht. Doch. Schicken wir die mal los. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Kagai, noch 4 Jahre. Naja, gut, die lade ich ja zum... Nee, das ist die falsche, die ich zum Fest einlade. Ne? Das ist noch die ehemalige Verlobte. Oh Gott, wir dürfen wahrscheinlich nochmal ein Fest veranstalten dann. Hm. Naja. Noch eine Tischlerei, Astlo. Jetzt übertreiben sie hier aber alle ein bisschen. So. Das ist wieder Ende der Arbeitsschicht. Wie viel bringt die gerade? Oh ja, 1500. Die bringt gerade gutes Geld. Eisen ist wieder teurer geworden. Fahren wir zurück. Schön, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Geld. Anbauen. Stimmt, der Personaltrag würde noch einen Aktionspunkt bringen. Ich glaube, das Thema Gesundheit ist jetzt erstmal wichtig. Wir werden jetzt mal einen Kamin bauen, um unsere Gesundheit zu verbessern. Einbruchsschutz. Personaltrakt. Ich überlege halt, ob ich nicht lieber auf eine Villa sparen sollte. Wenn wir Edelmann dann sind. Aktuell geht es, glaube ich, noch nicht. Nee. Und hier. Anbauen. Rosenstrauch bringt 8% Schutz. Kostet nur 200. Wir machen jetzt mal den Rosenstrauch und die Dornhecke, dass etwas Einbruchschutz da ist. Wieso auch immer das Einbruchschutz liefern soll. Naja. So, wann ist das Jahr vorbei, frage ich mich gerade. Sollten wir nochmal ein Gedicht verwenden eigentlich? Sicher ist sicher, ne? Habe ich noch eins? Bücher, aber es gibt gerade kein Gedicht. Und die Kirche produziert wahrscheinlich auch... Nee, keine Gedichte. Verdammt. Das ist nicht so einfach hier, ohne Gedichte irgendwie. So. Der Rest wird produziert. Und verbessert. Ja, viel mehr können wir gerade nicht machen. Das heißt, ab nach Hause gehen. Ah, jetzt wurde unsere Geldstube gebaut. So, da haben wir doch einige Einnahmen gemacht. Als redlicher Bürger müssen wir natürlich noch Steuern zahlen. So, jetzt geht es um die Absetzung, wenn ich mich nicht täusche. Jemand hat den Antrag gestellt. Mitglied aus dem Kreis der Stadt Schergen des Amtes zu entheben. Ja, absetzen bitte. Was, sie enthält sich? Oh, Himmels Willen. Ja, er ist natürlich dagegen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Nachtwächterin auf unserer Seite ist. Die mag uns ja eigentlich. Komm schon, komm schon. Ja! Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit der Mehrheit der Stimmen ist der und Carola Urbart ist ja immerhin bei unserem nächsten Festmahl dabei. Das heißt, das sollte ja ihre Meinung hoffentlich über uns steigern. Dass wir dann endlich diesen Posten bekommen, um aufzusteigen.